Hallo und Servus, jetzt geht es um genauere Details zu der sogenannten Densolichtmaschine oder dieser Familie der Densolichtmaschinen. Die besteht ja aus einem Adapterstück, das mir eben eine handelsübliche Lichtmaschine mit einer Ural- oder Nepro verbindet. Diese Adapterstücke kenne ich schon in drei verschiedenen Ausführungen, also die gibt es wie hier mit so einer Metallplatte, wo dann der Adapter die Lichtmaschine über diese originalen Augen- und Befestigungspunkte verbindet. Dann gibt es auch eine Version, wo dann direkt vom Adapter hier reingeschraubt wird. Ich vermute ein größeres Gewinde. Dann gibt es noch eine dritte Version, die so selbstgemacht aussieht, also die anscheinend aus dem Vollen gedreht ist. Das hier ist eine Version, die offensichtlich mit einem Gussteil gemacht ist, also eine Serienversion. Dann der Generator selber ist ein, ja, man sagt Nippon Denso-Typ von Lichtmaschine. Wird natürlich von sehr vielen Firmen nachgebaut. Also ich habe hier zum Beispiel einen Nachbaugenerator von, ich weiß gar nicht den Hersteller, aber es ist keine Original-Denso, es ist ein Nachbau, eine Kopie von Denso. Original ist hier ein 55 Ampere Generator verbaut vom Werk. Ich habe hier einen 12 Volt 40 Ampere Generator, das ist der Typ AG0551E. Den gibt es neu für 120 Euro zum Kaufen. Das ist jetzt mein Generator aus meiner Dnepr 16. Ich werde ihn nicht komplett zerlegen, weil der funktioniert einwandfrei und ich will jetzt nicht die Lager zerlegen und abziehen und die Kupplungsstücke von der Welle des Generators ziehen. Hier drinnen ist nämlich eine Kupplung, die über zwei Klauen und Gummielemente die Kraft übertragt und eben Vibrationen, Schläge oder auch Fluchtungsfehler verzeiht. Das heißt, die ganze Lagerung ist hier drinnen im Adapter. Also alle Kräfte, die über die Stirnräder auf das Zahnrad gehen, werden im Adapter aufgenommen und nicht in der Lichtmaschine. Das hilft der Lichtmaschine zu überleben. Diese Lichtmaschine ist eine Kompaktlichtmaschine. Ich zeige mal kurz, was das ist. Ein relativ moderner Kompaktgenerator baut auf sehr kleinem Raum und erzeugt trotzdem eine sehr hohe Energiedichte, also Leistungsfähigkeit. Und die vor allem, weil er sehr gut gekühlt ist. Der hat vor und hinter den Spulen hat er einen Ventilatorflügel, der eben von beiden Seiten Kühlluft ansaugt und sozusagen in die Mitte hier raus bläst. Im Vergleich zu den früheren Generatoren, das waren sogenannte Topfgeneratoren, die nur einseitig mit einem Flügel durchflutet waren und dementsprechend nicht diese thermische Belastbarkeit gehabt haben. Ich zeige dir nochmal her. Der hat hier einen O-Ring. Das ist der Lagerträger. Darunter ist das Lager, das abgedichtete. Das Zahnrad ist Standard im Ural-Nepper. Hier ist der Anschluss B+. Dieser Anschluss geht direkt zur Batterie. Also hier ist das dicke Ladekabel zur Batterie angeschlossen. Und dann gibt es noch diese zwei Anschlüsse. Der hier ist der IG, das steht hier auch. Der steht für Ignition. Also hier wird das geschaltete Plus vom Zündschalter angelegt. Und der Anschluss ist der Anschluss L für Lamp, für die Ladekontrollleuchte. Und hier gibt es noch ein Loch, das ist ein Testloch. Wenn ich hier mit einem dünnen Schraubenzieher reinfahre und gegen die Masse schließe, dann errege ich die Feldspule voll, also die liegt dann auf der vollen Batteriespannung an, zum Testen, ob zum Beispiel der Regler defekt wäre. Also wenn die nicht mehr lädt, ist das der erste Test, dass ich bei moderater Drehzahl hier mit dem Schraubenzieher reinfahre und gegen das Blech halte.
also einen Kurzschluss internen mache, damit die Feldspule voll erregt wird. Und so kann ich mal testen, ob dann Strom abgegeben wird. Wenn dann Strom abgegeben wird, ist der Regler defekt. Zum Zerlegen mal das rausschrauben, diesen Isolierteil wegnehmen und diese drei Schrauben lösen. Wie ich schon erwähnt habe, also ich mache jetzt nur da hinten auf, ich werde nicht komplett zerlegen. Das ist auch bei diesen Generatoren, naja, nicht so notwendig. Die kosten neu 100, 120 Euro. Also wenn die jetzt wirklich einen großen Defekt haben dann, und es nicht der Regler ist, dann kauft man einfach einen neuen Generator. Kommt das Blech runter, eben das ist ein leeres Blech. Jetzt sieht man hier Diodenplatten mit vier Dioden, also vier Plus, vier Minus Dioden. Und diese ganze Einheit hier ist der elektronische Regler, der Anschluss und auch der Bürstenträger. Den nehme ich noch runter. Da sind die Bürsten, ein Regelstrom, das ist so ein Dichtelement, das kann ich dann jetzt noch hier weiter auseinandernehmen. Und das hier ist der Reglerbaustein. Ist auch nicht teuer, also wenn der etwas hat, ist der um wenige Euro ersetzbar. Jetzt sieht man schön hier die Schleifringe, also die dürfen natürlich nicht zu stark eingelaufen sein, wobei das ja selten vorkommt, und Diodenplatten. Wenn ich die Lichtmaschine weiter zerlegen möchte, müsste ich hier aufmachen, damit ich die Anschlüsse des Rotors öffne. Das mache ich aber jetzt hier nicht bei dieser Lichtmaschine. Was man aber auch hier sieht, ist innen der Ventilatorläufer oder Lüfter und auch hier drinnen ist einer. Ich reinige gleich die Anschlüsse mit dem Glasfaserradierer, dass da kein Problem ist. Auch dieser hier. Dann da die Bürsten reindrücken, das Ganze reinfädeln. So. Zur Beschaltung des Generators, wie ich erwähnt habe, da gibt es den Anschluss Plus, B Plus, der geht auf Plus der Batterie, dann gibt es den Anschluss L, der steht für Lamp, geht an die Ladekontrollleuchte, und den Anschluss IG, der geht an geschaltenes Plus vom Zündschalter. Nochmals danke an die Daten vom Ernie Franke. Der hat da auf RussianIons.com sehr gute Informationen zum Download bereitgestellt.
Ich hoffe, es ist mir nicht böse, dass ich die verwende. Zur Funktion, ich decke das mal ab, dass es ein bisschen übersichtlicher wird. Ich habe intern im Generator habe ich meine drei Statorwicklungen, also für meinen drei Phasen Drehstrom. Ich habe eine Wicklung auf der Feldspule am Rotor, also die bewegt sich mit. Die ist über die Schleifringkontakte verbunden. Die sind hier nicht eingezeichnet. Dann habe ich meine Gleichrichterbrücke. Also wir haben vorher gesehen, da waren 4 Plus- und 4 Minus-Dioden drinnen, also zwei so sichelförmige Brücken. Da sind jeweils drei Dioden zur Gleichrichtung der Wechselspannung und dann habe ich noch zwei Schutzdioden oder Zusatzdioden, die auf den Nullpunkt der Wicklungen gehen. Die gibt es nicht bei allen Lichtmaschinen. Die dienen dazu, dass man ungefähr laut der Literatur 10% mehr Leistung bekommt, weil die Wicklungen und auch der Eisenkern ist nicht symmetrisch. Also theoretisch sollte hier 0 Volt sein, praktisch ist aber da immer eine Spannung. Und die geht normal verloren oder wird sogar in den Spulen verheizt. Und so kann man diese Restspannung, die durch Ungenauigkeiten der Statorwicklungen sind oder der Eisenkerne, kann man zusätzlich nützen. Also haben nicht alle, wir werden es später sehen, bei der sozusagen bei der 500 Watt russischen Lichtmaschine, dort wurde auch schon für das vierte Diodenpaar wurden Löcher in den Diodenbrücken vorgesehen, aber niemals befüllt, wahrscheinlich aus Kostengründen. Dann gibt es intern den Regler. Also das ist der Teil, den ich vorher ausgebaut habe. Da ist die ganze Elektronik drinnen, die eben die Regelung der Feldspule vornimmt. Die Feldspule ist minus geregelt, also der Pluspol der Feldspule ist auf Batterie plus konstant und über die Minusseite wird die Feldspule geregelt. Das ist auch der Grund, warum ich hier durch dieses Loch im Blechdeckel, wenn ich hier gegen Masse schalte, die Spule voll errege zum Test. Dann die Anschlüsse außen ist B+, also wo das dicke Kabel zur Batterie befestigt wird. Dann IG für Ignition, das geht zum Ignition Switch, also Zündschalter, geschaltenes Plus. Und dann gibt es den Anschluss L für Lamp, für die Ladekontrollleuchte. Dieser Nippon Denso Style Lichtmaschinentyp ist sehr bewährt. Sehr hohe Leistung, schon bei Standgas. Die Qualität ist nicht gleich überall. Natürlich macht es einen Unterschied, ob ich jetzt hier einen Originalgenerator von Nippon Denso habe oder von Heller oder einem anderen Markenhersteller. Oder wie ich in dem Fall, das ist jetzt der Hersteller ADI. Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Ich vermute, wegen dem doch günstigen Preis wird das wahrscheinlich ein Chinese sein. Ja, man kriegt diese Lichtmaschine zum Beispiel von ADI, kriegt man 120 Euro und da gibt es noch günstigere, die kosten schon nur mehr 100 Euro. Neu, nicht überholt, neu. Ja, aber den habe ich jetzt doch schon lange drin und der funktioniert einwandfrei. Und dadurch, dass es auch unterschiedliche Adapter gibt, könnte es auch hier sein, dass es unterschiedliche Qualitäten gibt. Da habe ich aber jetzt keine Erfahrung, aus der ich sprechen kann. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. So viel zu dem Nippon Denso-Typ von Generatoren für Ural und natürlich auch Dnepr.